Und hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, sehr seltenen, aber doch vorhandenen Let's Play Die Siedler 4 Teil. Heute einmal ganz eigennützig meine eigene Karte. Inzwischen ist sie ja seit, ich glaube, 4 Tagen online. Bestandteil des Mapper-Teams Weihnachtskalenders 2013. Christbaumkampf. Wikingerfest heißt sie. Inzwischen haben sie ja, glaube ich, vor gerade nachgeschaut, 89 Downloads. Sollten also einige inzwischen gespielt haben. Ich mag die Farbe grün. Unseren Pfosten fahren wir auf die Insel. Dann gehen wir mal weiter. Wikingerfest. Lagern Sie je 20 Einheiten Met, Fleisch sowie Golderz, Kollegen, nicht Barren, ein. Na toll. Dieser Pfosten von einem Hauptmann hat es doch glatt geschafft, zu vergessen, dass heute unser großes Wildschweinfest ist. Zur Strafe haben wir ihn auf eine kleine Insel in der Nähe abgeschoben. Dennoch bleibt das Problem, das Essen und den Wein für das Festessen zu beschaffen. Und das Blattgold für die Schweine ist uns auch noch abhanden gekommen. Dennoch, nein. Aber wir Wikinger lassen uns doch nicht von so einer Lappalie aufhalten. Bei Garchel, also mir. Der Tipp ist auch ziemlich simpel. Trinkwasser gibt es nur auf der Insel der Träumer. Nochmal gleich. F7 für die Zeit. Einmal am Numpad auf die 3, damit es schneller geht. So, und jetzt heißt es idyllisch siedeln in der Weihnachtszeit. Punkt 1, was man bei der Karte natürlich machen muss, oder nicht machen muss, ist, sich um Holz oder Stein zu sorgen. Wir brauchen nur ganz wenig Holz und Stein. Ich habe ein bisschen da was vorgegeben. Das reicht völlig. Dann müssen wir ein kleines Boot bauen, damit wir diese beiden Inseln hier, das ist übrigens die Insel der Träumer, mit dem wunderschönen Fluss. Auch wenn da manche sagen, das ist nicht so realistisch, ich finde ihn eigentlich schön. Da zieht sich so drüber. Da ist ein bisschen Wässerchen. Also das ist wirklich eine sehr schöne, idyllische Insel. So. Übrigens, der Pfosten ist hier versteckt. Das ist der Kollege da. So. Dann wollen wir mal. Wir brauchen natürlich als erstes einmal ein Handelsschiff. Da haben wir eins. Ein Handelsschiff geben wir in Auftrag. Für das Handelsschiff brauchen wir natürlich noch Eisenbarren. Stellen wir auch gleich her. Brauchen wir jetzt nicht Kohle und Eisen abbauen, haben wir hier genug. Da wir sowieso nur ein einziges Handelsschiff brauchen, ist, glaube ich, auch nicht mehr gefragt. Wir brauchen eine Axt. Boah, dann lass mal die Axt, dann wohl das Axtproblem sein. Aber was wir machen, das ist einfach mal, bauen wir da ein kleines Wohnhaus zur. Gut, wir müssen weiterhin, müssen wir noch dafür sorgen, dass wir Met produzieren, also einen Winzer und eine Imkerei. Ist das ein Winzer? Ich hoffe doch. Honigwinzerei, natürlich ist es eine Winzerei. Also ein Imker, knallen wir dahin. Dann brauchen wir noch Fleisch. Auch die Industrie für Fleisch gebaut gleich. Einen Auftrag geben. Hätten wir hier noch die Metzgerei. Steht eh schon eine hier. Somit haben wir eine Getreidefarm, eine Schweinezucht. Das ergibt dann Met. Und jetzt brauchen wir für beides noch Wasser. Und das gibt es nur hier auf der Insel. Und jetzt kommen wir zum ersten tricky Teil des Tages. Wie soll man hier hinkommen? Wir haben hier keinerlei Materialien, keine Bauarbeiter. Aber da liegt eine Schaufel. Hier. Und das heißt, schnapp, wir bauen einen, na, wie heißen die Kollegen, einen, oh, länger nicht mehr gespielt, einen Pionier. Mit F12 eine Minute überspringen und den lassen wir da am Eck buddeln, ein bisschen mit F12 arbeiten. So, fertig. Und jetzt wird Wasser produziert. Ah, haben wir was vergessen? Natürlich. Wir müssen natürlich hier auch noch eine Handlegestelle bauen. Knallen wir da hin. So, es fehlt uns hier Holz. Ja, uns fehlt auch eine Axt. Ist jetzt nicht so das Problem. Lösen wir das Problem auch mal ganz klassisch. Ach, was soll's. Wir haben eh genug Zeit und die gute alte F12-Taste zum Cheaten haben wir ja auch noch. Wobei, ja, das Häuschen hier können wir ja abreißen.
Die kleinen Türme hier können wir abreißen. Kriegen wir mal ein bisschen Holz zusammen. Wir brauchen eh nicht so viel. Mal nicht cheaten beim... Also cheaten ist ja die F12-Taste, nicht? Das ist nur ein bisschen beschleunigen. So. Mal die ganzen Kollegen mal ein bisschen zusammenziehen. Und hier haben wir das Gold. Das ist da ein bisschen im Schwefel versteckt. Haben wir einen kleinen Turm. Hier haben wir ebenfalls einige Schaufeln liegen. Haben wir hier 8 Pioniere. So, dann buddelt es da drüben. Ja, wir ein bisschen wieder ein bisschen F12 drucken. Wir werden jetzt mir das sowohl verzeihen. Dann knallen wir da noch einen kleinen Turm hin. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles soweit fertig. Ja. Gut, die Anlegestelle ist auch fertig. So, dahin und wir transferieren nochmal, sagen wir, ein bisschen Wasser zu 50 Eimer Wasser. Sollten eigentlich genügen. Zumal wir ja das Wasser nicht für irgendwas Großes brauchen, sondern wirklich nur für Fleisch und für den Met. Ja, da wird auch schon schön Honig produziert. Der Honigwinzer hat auch schon ordentlich Honig da liegen. Machen wir 3 Lager für die drei Gegenstände, die wir einlagern müssen. Met, Fleisch und Golderz. Jawohl. Der Turm ist fertig, ne? Ja, okay, mal so. Ha? Ist gerade der Durchgang frei geworden. Perfekt. Was machen wir jetzt? Schicken wir die da hin. Du sollst buddeln. Schaut's denn hier aus? Wo ist das Problem? Wir haben viel zu wenig Bäume, kann das sein? Ja, jetzt arbeiten sie sich da durch. Jetzt haben wir genug. Gut, dann produzieren wir mal Met. Einlagern natürlich Met, Fleisch und Golderz. Ja, dem Kollegen fehlt noch ein bisschen das Holz. Sehr schön. Ja, da wird auch schon ordentlich Wasser eingelagert. Wie viel müssen wir noch reintun? 14, 12, 10 und das Schiff ist unterwegs. Schippert da ein bisschen. Nahe den Riffen. Lauf nicht auf Grund, kleines Schiff. Jawohl, wir produzieren inzwischen Golderz. Ah, wir könnten noch einen Fischer bauen, dann hat die Goldmine da auch noch ein bisschen mehr Freude. Stimmen wir doch gleich zum Rand hin, das ist ja schön. So, ja. Ziehobjekt in die Nähe. Jawohl, das Handelsschiff ist da. Wasser haben wir auch. Und es wird schon Met eingelagert. Jetzt müssen wir schauen, wie viel Met haben wir. 12, 15, 21 und der kann nochmal den Betrieb einstellen, damit wir mehr Wasser für die Schweinezucht haben. Sehr schön. Golderz haben wir schon 14, 20 Golderz, also eins ist gerade unterwegs. Und Fleisch fehlt uns jetzt noch. 16 Fleisch. Und ein bisschen die Zeit überspringen. Ah, uns fehlt Wasser, sehe ich gerade. Was ist das Problem? Schieb mal noch ein bisschen Wasser drüber. 10 Wasser. Sollte genügen. Denke ich mir mal. Jawohl. Jetzt haben wir 50 Golderz schon. Ja, das Lager ist schon halbwegs voll. Met haben wir auch genug. 21. Und jetzt sind wir genau bei 17. Na, 19 Fleisch schon. Na, verstehe. Da hat er das Fleisch liegen gehabt. Ja, eins ist unterwegs und... Ja, das ist gerade unterwegs. Leg's hin. Gewonnen. Das war schon die große Hexerei von meiner kleinen Karte. Ein bisschen zum Knobeln, wenn man am Anfang so den Überblick hat. Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen, die ich da gebaut habe. Ist eine sehr einfache Karte. Nichts besonders Aufregendes. Jo. Hier die Insel mit dem schönen Fluss. Auch hier. Sehr schön finde ich hier diese Flussmündung, dieses kleine Delta mit dem Baum in der Mitte noch. Es ist eine idyllische Karte. Gut, und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Die Siedler 4. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.